Nochmal, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie heute Abend zur Sonntagsshow. Eine Neuigkeit aus Stuttgart bewegt die Welt. Der Abenteuer- und Erlebnisreiseveranstalter Feel the World Travel veröffentlicht heute Abend live das neue Reisezielgebiet 2019. Erste Stimmen ließen verlauten, dass es sich dabei um bahnbrechende Entwicklungen und im Unternehmen handeln könnte. Wir schalten daher live zu unserem Korrespondenten Herr Kroll, der sich aktuell im Feel the World Zielgebiet 2018 in Sri Lanka befindet. Liebe Feel the World Traveler und alle, die es vielleicht noch werden möchten. Ich sag mal wieder Hallo aus Sri Lanka, aus Südostasien, hier, wo ich vor genau 3 Monaten schon einmal gestanden bin und euch auch eine Videobotschaft geschickt habe, um euch nämlich ein bisschen Vorfreude zu machen auf den heutigen Abend, auf unsere große Feel the World Tour Premiere 2019. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass ihr heute dabei seid und eingeschaltet habt bei unserer Tour Premiere. Ja, und hier aus Sri Lanka, aus Südostasien, möchte ich euch gewissermaßen live die erste große Neuigkeit in Bezug auf unsere neue Feel the World Tour mitteilen. Es ist nämlich so, dass wir seit 2013, 5 Jahre lang also schon, tolle, atemberaubende Touren kreieren durften. Wir haben wahnsinnig intensive und nachhaltige Erlebnisse mit euch gemeinsam erleben dürfen. In den 5 Jahren haben wir den Kontinent Südostasien unglaublich schätzen, lieben und leben gelernt. Und wir lieben diesen Kontinent auch weiterhin. Allerdings ist es für uns Zeit, dass wir auch mal neue Horizonte aufmachen und den Blick über den Tellerrand wagen, gemeinsam mit euch natürlich. Und deswegen ist unsere große Neuigkeit des heutigen Abends eine, die viele von euch vielleicht nicht unbedingt so erwartet haben, aber tatsächlich dürft ihr euch im Jahr 2019 auf ein Zielgebiet bei Feel the World Travel freuen, das nicht in Südostasien liegen wird, sondern in einem anderen Teil der Erde. Und was euch genau dort erwartet, worauf ihr euch freuen dürft, das erfahrt ihr genau jetzt. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe mich mal eben schnell hierher gebeamt nach Stuttgart und freue mich, dass ihr heute Abend alle eingeschaltet habt zu unserer Live-Tour-Premiere. Ja, auch 2019 dürfen wir euch genauso willkommen heißen wie die Jahre davor. Und auch bei mir merkt ihr, es gab eine kleine Veränderung. Ich habe heute 2 Jobs gestartet als Sonntagsshow-Sprecher, jetzt aber live für euch dabei in der Tour-Premiere 2019. Ja, so sieht's aus. Und wir sind uns sicher, dass einige von euch heute Abend schon mit Spannung erwartet haben, jetzt auch dabei sind, ja auch munter mitgeraten haben im Vorfeld, welcher Kontinent, welches Land denn vielleicht bei uns auf der Landkarte für 2019 stehen könnte. Darüber freuen wir uns natürlich riesig. Wir freuen uns über das riesige Interesse, was jedes Jahr immer wieder zur Tourpremiere aufkommt. Wir würden jetzt auch ganz gerne einfach mal nachgucken, wer schaut denn heute alles zu und wer ist so live mit dabei. Da gibt es eine Person, die ist nicht ganz live dabei, weil sie sich gerade am anderen Ende der Welt befindet, in einem ganz besonderen Land. Ich würde einfach sagen, wir schalten direkt mal live zu unserer Abenteuerberaterin Jazz, die ja, sich auch mal kurz zu Wort melden möchte. World Reisezielgebiet nicht nach Asien gehen wird. Und ganz vielleicht, aber auch nur vielleicht, hat ja mein Aufenthalt hier in Australien was mit dem neuen Zielgebiet zu tun. Na? Die Spannung steigt! Ja, das war Jazz, live, gewissermaßen. Genau, ihr kennt wahrscheinlich Jazz schon von der einen oder anderen Situation, die sie mit euch zusammen gearbeitet hat. Wenn es um eure Flugangebote ging, wenn es um Reiseversicherungen ging, dann war Jazz eure Ansprechpartnerin. Von daher wahrscheinlich für viele eine bekannte Schreiberin oder Stimme sozusagen. Aber sehr, sehr cool, dass auch sie sozusagen heute mit dabei sein kann, auch wenn sie so weit entfernt auf einem anderen Kontinent gerade ist. Ja, ganz genau. Und wir haben jetzt gerade schon gesehen, 51 Leute schauen gerade live zu. Wer ist denn da so am Start? Das möchten wir jetzt einfach mal kurz nachgucken hier.
Aus dem letzten Jahr kennt ihr das ja schon so ein bisschen. Wir haben im letzten Jahr die Tourpremiere auch so aufgebaut, dass wir euch ein paar Informationen gegeben haben und während der Tourpremiere aber eben auch immer wieder in die Kommentare reingeschaut haben, geguckt haben, was passiert eigentlich von eurer Seite so während unserem Livestream. Und habt ihr vielleicht Anregungen, Tipps, Kommentare, was das ganze neue Zielgebiet sein könnte bei Feel the World? Und das wollen wir auch in diesem Jahr machen. Wir wollen immer wieder mal reingucken, wollen sehen, wie ihr so interagiert mit uns und wenn das irgendwie geht, da auch gerne darauf reagieren, so wie jetzt in der Situation. Ja, ganz genau. Wir lesen gerade schon eure Kommentare. Hallo Jungs, sagt Janine, ehemalige Kollegen und so weiter. Sehr, sehr cool. Von allen, die jetzt so dabei sind, wollen wir doch einfach mal nicht nur wir eindimensional zu euch quasi hier raussenden, sondern wir wollen euch auch mal hier reinholen, zumindest ein oder zwei von euch. Wir haben uns gedacht, wir rufen einfach mal jemanden von euch an. Da gucken wir mal, wen wir hier so alles sehen. Wer hat denn gerade schon kommentiert? Schauen wir mal. Das Schöne daran ist ja auch immer, dass wir durch die Veranstaltung vorher, also wir haben es ja dieses Jahr ein bisschen früher gestartet sozusagen, die Veranstaltung bei Facebook, haben dadurch aber auch schnell einen Eindruck bekommen können, welche Leute eigentlich planen dabei zu sein. Und das Schöne ist jetzt ja nach den Jahren, dass man immer wieder auch wiederholende Leute hat, die immer wieder dabei sind, jedes Jahr. Da sehe ich zum Beispiel Tom Hartmann. Schöne Grüße an Tom Hartmann. Kenne ich ja auch noch von einer anderen Tour von uns. Die Martina Schädler. Schöne Grüße nach Irland an die Martina Schädler. Vorhin hatte ich auch was von Katja Merke, glaube ich, gesehen. Ich glaube, Katja Merke war eine mit der ersten Kundinnen, die wir so hatten, Nico, oder? Bei Feel the World. Ja, kann sein, ja, tatsächlich. Im ersten oder zweiten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und falls du dich gerade fragst, warum ich den tollen Weihnachtsstern geholt habe. Der Chris meinte, ja, Chris, ne, die sind wunderbar. Chris, sind die besonders ins Auge gefallen. Ja, du darfst einen haben, Alex. Ich war halt auch ein hier. Wenn die so schön wahrgenommen werden von euch da draußen, dann wollen wir die natürlich auch eher hier im Vordergrund behalten. Genau, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich mal raus telefonieren. Wir haben uns einfach mal im Voraus schon ein paar Nummern rausgesucht von potenziellen Zuschauern. Und da hatten wir den Tom zum Beispiel, der jetzt auch gerade Hey gesagt hat. Wie wäre es, wenn wir den einfach mal kurz anrufen? Fände ich mega cool. Soll ich dir kurz die Nummer sagen? Nee, bitte geht's nicht. So? Das ist okay. Ich komme klar. Ihr habt ja wahrscheinlich ein paar von euch, wie wir jetzt auch schon gesehen haben, die im letzten Jahr auch mit dabei waren, habt das ja im letzten Jahr auch schon mal gesehen. Da haben wir das probiert. Da haben wir Leute versucht anzurufen während der Show. Die Leute wissen auch immer nichts davon, sondern wir schauen vorher, okay, bei der Veranstaltung in Facebook, der und der scheint dabei zu sein. Und suchen uns eben dann, wie Nikos gerade gesagt hat, vorsichtshalber vorher die Nummer raus. Jetzt gucken wir mal, Tom. Na, schönen Abend. Na, schönen guten Abend, Tom. Grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und jetzt noch viel besser, nachdem ihr anruft. Ja, sehr schön, sehr schön. Kann man dich da draußen eigentlich gut verstehen? Ich halte dich mal ein bisschen näher an unser Mikrofon. Ja, du bist jetzt live, ne? Also pass auf, was du sagst. Alles kann gegen dich verwendet werden, sozusagen. Aber verrat uns doch mal, von wo aus du gerade zuschaust. Ich gucke aus Langnetzendorf zu. In Thüringen. Ah ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Starke Sache. Du kannst, glaube ich, nicht die Nadja toppen, die aus Costa Rica, glaube ich, gerade live dabei ist. Ja, das ist schwierig. Aber Thüringen kann auch schon was. Genau, ich bin sicher, bei dir ist es auch ganz schön. Welche Feel the World Tour hast denn du bei uns zuletzt mitgemacht? Ich habe Feel the World Vietnam mitgemacht. Vietnam. Ah, Vietnam, alles klar. Cool. Was war denn da so dein Highlight? Eigentlich war die gesamte Reise mein Highlight. Es kam jeden Tag ein Highlight dazu, was die gesamte Reise einfach unvergesslich gemacht hat. Sehr cool. Wir werden uns natürlich bemühen, das so ähnlich dann auch wieder umzusetzen auf unserer neuen Tour, die wir heute Abend präsentieren. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, ich bin jedenfalls gespannt, wie ihr so darauf reagieren werdet. Abschließend gibt's. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass ihr das schafft. Sehr gut. Wir auch. Gibt es denn noch einen abschließenden heißen Tipp von dir, wo es hingehen könnte? Das ist schwierig. Ihr haltet das ja immer sehr geheim. Aber
Ich schwank so zwischen Europa und Südamerika, aber wenn es Südamerika wird, dann vielleicht Peru oder Bolivien, sowas in die Richtung. Alles klar. Ja, spannend. In Europa bin ich komplett raus, da habe ich gar keine Idee. Okay. Ja, cool. Das sind doch schon mal ein, zwei heiße Tipps von dir. Wir werden natürlich heute im Laufe der Sendung sehen, ob du damit richtig liegst oder nicht. Du hast ja, glaube ich, auch kommentiert bei unserem Gewinnspiel. Genau. Ja, also wir wünschen dir auf jeden Fall weiter viel Spaß beim Zuschauen und ja, weiterhin viel schauen. Spannung. Sehr cool, dass du mit dabei bist, Tom. Okay, dann euch noch einen schönen Abend und ich freue mich auf die Reise. So cool. Dir auch noch einen schönen Abend. Jo, ciao. Danke, tschüss. So, ihr habt also gemerkt, Tom war schon vorher aktiv dabei, wie viele von euch, und ja, auch seine Wünsche schon mal ein bisschen geäußert. Also für ihn geht es ein bisschen in die Richtung Peru, Bolivien hat er, glaube ich, noch gesagt, oder? Ja. Bolivien, Europa, auch das könnte irgendwie interessant sein. In Europa jedoch nicht so wirklich eine Vorstellung momentan, was es dann sein könnte. Als wir vorher uns die Kommentare so ein bisschen durchgelesen haben, da haben wir natürlich auch das ein oder andere Mal, auch Europa war, glaube ich, auch dabei, auch gesehen. Ist immer schön, da so verschiedene Eindrücke von euch zu bekommen, was es denn für Möglichkeiten gäbe. Und man merkt immer, die Welt hat noch einige Dinge, ist noch lange nichts ausgeschöpft. Ja, völlig richtig. Ich glaube, wir haben uns wirklich was Spannendes dieses Mal auch ausgedacht, ausgesucht für euch, beziehungsweise für uns alle gemeinsam. Jetzt möchte ich aber doch noch gerne einen Kreis schließen, der letztes Jahr nicht geschlossen wurde. Damals haben wir versucht, in genau diesem Rahmen auch jemanden anzurufen, der dann leider nicht erreichbar war. Wir versuchen es diesmal einfach nochmal. Und ja, vielleicht hat es ja mit diesem dem Handy dieses Mal eine etwas bessere Erfolgschance. Es klingelt zumindest schon mal, das ist nicht schlecht. Hi, Nico. Ja, servus, Michi. Hi. Ja, diesmal ist ja die neue Nummer. Ja, richtig. Sehr schön, das freut mich, dass wir es dieses Mal geschafft haben. Bist du denn auch mit dabei, gerade live? Dich habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen hier in den Kommentaren. Entschuldigung, ich habe kennst du auch noch das Laufen, deswegen könnt ihr nochmal. Ah, nochmal, okay, hat gerade rückgekoppelt quasi wahrscheinlich, ne? Genau. Von wo aus guckst du gerade zu? Von zu Hause, von Karlsruhe. Aus Karlsruhe, wunderbar. Kerstin ist auch mit dabei? Genau, die schaut gerade noch nebenbei den Stream und guckt sie gerade aus dem Zimmer verbannt, sonst ist es schwierig zu verstehen. Ah, genau. Cool. Sie darf also alleine weitergucken, du musst jetzt mit uns quatschen. Das ist die sogenannte Arschkarte. Wie sieht's denn aus, Michi? Was war denn bisher dein Feel-the-World-Highlight? Highlight war echt so die Elefanten zu sehen in Thailand, bei Feel Thailand. Das war immer noch mein größtes Highlight auf den drei Touren, die wir jetzt schon gemacht haben. Ja. Cool. Wie sieht's aus mit Tipps für 2019? Hast du da eine Ahnung oder irgendein Wunschzielgebiet? Ja, ich hatte dann irgendwie gedacht, wo ihr nach den Kollegen gefragt habt, dass es wahrscheinlich Asien sein wird. Mein Tipp war irgendwie Südamerika, vielleicht auch Australien, fände ich auch spannend. Ich lasse mich überraschen. Cool. Ja, dann wünschen wir dir und Kerstin noch einen schönen Abend. Sag dir schöne Grüße auch, ne, Kerstin. Ja, toll, dass auch du mit dabei bist. Und genau, wir hören uns denke ich mal, demnächst wieder. Für heute noch einen schönen, spannenden Abend und danke, dass ihr mit dabei seid. Danke euch auch. Jo, ciao. Ciao, ciao. Ja, der Michi hat auch was von Australien gesagt gehabt. Da haben wir jetzt gerade, wenn wir nochmal auf die Kommentare schauen, im Livestream haben wir die Lara Bote, die auch schreibt, jetzt ist sie leider gerade ein bisschen verloren gegangen, aber sie geht auch davon aus, dass es eventuell wieder mal Australien sein könnte als neues Zielgebiet und dass sie das extrem spannend fände. Also wahrscheinlich hat sie sich schon mit Jazz in den letzten Tagen ausgetauscht und hat da vielleicht schon so ein paar Connections geknüpft, um dann so eine Vorahnung haben zu können. Ja, wer weiß, wer weiß. Wir haben euch ja im Voraus schon eingeladen, an einem kleinen Gewinnspiel auch teilzunehmen, in dem ihr eure Vermutungen äußert. Da haben viele von euch tatsächlich auch teilgenommen. Natürlich stehen heute die Zeichen darauf, dieses Geheimnis und eure Vermutungen schlussendlich zu lüften. Bevor wir aber mit voller Kraft
in die Zukunft quasi voranschreiten, möchten wir nochmal kurz den Moment nutzen und auch nochmal einen kleinen Blick zurückwagen ins Jahr 2018 und ja, die Dinge, die wir da so erleben durften, die ihr mit uns erlebt habt. Und ja, da haben wir uns tatsächlich euer Feedback auch mal ganz genau angeschaut und haben so die Hauptpunkte rausgegriffen, die ihr geäußert habt nach euren Feel-the-World-Abenteuerreisen, was ihr da an Rückmeldungen für uns hattet. Und ja, was ist denn da rausgekommen? Ja, also ist ja für uns immer eine spannende Geschichte. Jeder von euch hat ja auch immer nur seinen Feedbackbogen, den er sozusagen ausgefüllt hat. Das heißt, ihr wisst immer nur für euch so ein bisschen, wie ihr die Sachen empfunden habt. Wir fanden das jetzt mal ganz spannend, wenn man sich eh um ein neues Zielgebiet kümmert und das Ganze veröffentlicht wird, was denn das Neue wird, fanden wir es mal ganz spannend, den Bogen mal so ein bisschen zurückzuspannen und zu überlegen, was bekommen wir eigentlich für Rückmeldungen von euch, auf was können wir achten, wenn wir so ein neues Zielgebiet produzieren und das dann wie heute veröffentlichen. Da gibt es immer positive und herausfordernde oder verbessernde Möglichkeiten, die man da bekommt. Und ich möchte mal damit anfangen, mit den Punkten, die ihr uns genannt habt, die wir gerne wieder beachten können bei neuen Rundreiseverläufen, die wir ausarbeiten, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu optimieren. Und zwar würden sich einige von euch wünschen, dass es noch ein bisschen mehr Freizeit gibt, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, durch die Länder reist und die Transfers nicht ganz so lange sind. Und was ein bisschen schade ist, in vielen Ländern, in denen wir die Reisen machen, ist immer wieder eine ganz große Menge an Müll vertreten. Wir haben da zwar früher mit dem Drecksack, jetzt auch wieder mit dem Drecksack, immer wieder auch Projekte, wo wir auch was machen können und da versuchen, im Kleinen anzupacken. Aber ja, habt ihr völlig recht, viele Länder, in denen wir reisen, haben noch immer ein ganz großes Problem mit der Müllentsorgung. Und da kann man nur ansetzen mit Bildung bei Kindern, bei Erwachsenen und sagen, erklären, wie man das Ganze lösen kann und mit Müll, mit Abfall umgehen kann. Vielen, vielen Dank da für diese Rückmeldung von eurer Seite. Genauso gab es aber auch Rückmeldungen, die in die Top sozusagen reingehen. Was ist das? Wir hatten vorhin Michi und Tom gefragt, was sind die Dinge, die euch so richtig, richtig gefallen? Und da möchten wir euch auch mal präsentieren, ob ihr da mit eurer Einschätzung eine ähnliche Einschätzung hattet, wie es vielleicht die meisten Reisenden bei uns haben. Die Top 3 daraus waren Sachen, dass sie gesagt haben, richtig, richtig toll finden sie es, die verschiedenen Menschen in der Gruppe kennenzulernen. Also die Personen, die Gruppe dann ausmachen beim Reisen. Ein zweiter Punkt, sie finden es toll, dass ganz viele Aktivitäten, Erlebnisse in einem kurzen Zeitraum irgendwie möglich sind während so einer Rundreise. Und die dritte Sache, Streetfood und Essenskultur, also so extrem nah und authentisch an dem Land zu essen und unterwegs zu sein, das gefällt den Leuten ganz gut. Ganz genau. Und natürlich haben wir eure Rückmeldung, sowohl die Verbesserungsmöglichkeiten als auch die Dinge, die ihr ganz toll findet, mit in unser Gepäck aufgenommen, mit dem wir jetzt in die Zukunft aufbrechen wollen. Wir haben genau das auch versucht, bei der Ausarbeitung unserer neuen Tour zu berücksichtigen und natürlich auch bei der weitergehenden kontinuierlichen Verbesserung unserer schon bestehenden Touren. Ja, und da sind wir auch mit ein paar tollen Neuigkeiten schon ins Jahr 2019 gestartet. Unter anderem mit der Tatsache, dass der Drecksack, der mal zwischendrin nicht mehr produziert werden sollte, den wir immer sehr gerne auf unseren Touren mitnehmen, mit dabei haben und da den Müll in der Umwelt aufsammeln, überall dort, wo wir vorbeikommen und wo eben die Natur durch Müll in Mitleidenschaft gezogen ist. Der wird wieder produziert, ja, das heißt, wir haben wieder den Zugang zu dieser tollen Initiative und können euch weiterhin auch mit Drecksäcken oder jetzt wieder mit Drecksäcken versorgen, wenn ihr mit uns ins Abenteuer startet. Das ist ganz toll. Dann hat Bali kürzlich ein Ban für Plastiktaschen verhängt. Also auch da geht jetzt einiges in die richtige Richtung, vor allem in Bezug auf das Müllproblem. Und so sind schon einige positive Vorzeichen auf jeden Fall vorhanden fürs Jahr 2019. Und jetzt kommen wir mal zu dem, wo wir eben eure Anmerkungen auch mit berücksichtigt haben. Unsere neue Feel the World Tour 2019. Und da haben wir euch im Voraus ja schon auch gefragt, was ihr denn denkt, wo es vielleicht hingehen könnte. Wir hatten auch ein Gewinnspiel ausgeschrieben, wo es zu gewinnen gibt, nicht einen, nein, zwei Weihnachtssterne. Da wird der Chris jetzt neidisch sein und sich sehr darüber freuen, wenn er vielleicht derjenige ist, der richtig getippt hat. Nein, tatsächlich, das war nur Spaß.
Tatsächlich gibt es einen Reisegutschein für den glücklichen Gewinner, der unter all denen ist, die den richtigen Kontinent vermutet und getippt haben. Hier ist er, der geht sozusagen heute Abend dann in die Post. Und ja, wir haben ja auch alle Leute schon mal rausgesucht, die im Voraus den richtigen Kontinent erraten haben. Wen haben wir denn hier in unserem Säckchen, lieber Alex? Ja, es ist jetzt ein bisschen spannend, ist sozusagen der nächste kleinere Schritt in Richtung finale Neuigkeit sozusagen. Welche Personen haben denn zuvor beim Gewinnspiel wenigstens schon mal den richtigen Kontinent erraten? Sagt dir noch nichts über das Land später aus, aber die Personen, die anscheinend richtig geraten haben, wir haben da einen Marco Bühler. Marco Bühler, herzlichen Glückwunsch, bei dir geht es schon in die richtige Richtung rein. Dann haben wir weitere Leute, wir haben beispielsweise die Frederike Bücker, auch schon mal mit uns gereist, mit Feel the World, waren wir zusammen in Myanmar. Schöne Grüße an Frederike, auch du bist mit dem Kontinent schon mal in der richtigen Richtung. Dann haben wir den Tom, mit dem wir gerade telefoniert haben, auch er geht schon in die richtige Richtung rein. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Und ich möchte noch eine vierte Person rausnehmen, die noch anscheinend in die richtige Richtung schon mal geraten hat, und zwar ist das die Jasmin Fritzer. Ja, all diejenigen, die einen Kommentar abgegeben haben und der Name jetzt genannt wurde, die haben jetzt schon einen kleinen Wissensvorsprung, wo es vielleicht hingehen könnte. Alle anderen vielleicht auch schon eine Ahnung. Wir möchten euch jetzt tatsächlich unsere neue Tour vorstellen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das nicht, indem wir einfach den Tourverlauf irgendwie ablesen und euch hier persönlich vorbeten. Das wäre wahrscheinlich relativ unspannend. Den dürft ihr jetzt dann gleich im Anschluss ganz nach eurer freien Zeiteinteilung bei euch auf dem Smartphone, auf dem Computer, wie auch immer anschauen. Natürlich gibt es wie immer den Link zu unserer neuen Tour im Anschluss gleich als Kommentar unter unserem Livestream sowie als Post auf unserer Facebook-Seite und auf anderen Social-Media-Kanälen, auf denen wir so unterwegs sind. Genau, wir möchten euch aber jetzt auch mit Hilfe von unserer kleinen Präsentation hier oben ein paar ausgewählte Highlights sozusagen vorstellen. Genau, und das machen wir am besten auf die Variante, auf der irgendwie alle Touren bei uns aufgebaut sind. Jede Tour bei uns hat ja immer die 5 Kernelemente und in diesen 5 Kernelementen hat ja jede Tour so ein bisschen was man darin wiederfindet, wo man ganz klar sagen würde, für mich ist das viel Nature, für mich ist das viel Culture, viel Together, viel Adventure oder viel Moments. Und aus diesen 5 Bereichen, die wir versuchen, bei jeder Reise ein bisschen mit reinzubringen, möchten wir euch jetzt ganz gerne etwas beschreiben, was dann auf diese Reise, auf das Zielgebiet später, was wir veröffentlichen werden, zutrifft. Und vielleicht bekommt ihr ja durch die ein oder andere Beschreibung auch schon so ein kleines Gefühl, was es denn nachher dann sein könnte. Dann sehr, sehr gerne wieder final in die Kommentare rein kommentieren. Wir lesen uns das am Ende gerne auch nochmal wieder durch und überlegen, wer von euch schon mal ganz, ganz nah dran war oder schon vorher das Ergebnis hatte. Ja, das erste Element, was wir uns rausgesucht haben, ist Feel Nature. Feel Nature, darunter verstehen wir die Erlebnisse in der puren Natur, draußen, da wo man mal so richtig durchatmen kann und einfach fern von der Zivilisation ist. Und genau in diesem Bereich haben wir auf unserer neuen Reise was ganz Besonderes für euch. Und zwar werden wir ganze 3 Tage lang ganz schön tief in den Regenwald vordringen und uns dort ein sehr einzigartiges Naturreservat anschauen. Dort gibt es eine riesige Artenvielfalt von Tieren, die für uns sehr, sehr exotisch sind und die dort in dem dichten Grün des Dschungels leben, kreuchen, fleuchen und die man dort tatsächlich dann auch während diversen Expeditionen ideal und mit ein bisschen Glück natürlich entdecken kann. In freier Wildbahn, in der Umgebung, in der sie leben. Und der schönste Moment für mich dort ist, wenn man dorthin kommt, man fährt mit dem Boot durch einfach diese immergrüne, extrem satte Landschaft, wo so viel Pflanzen und Tiere unterwegs sind, ja, dass man wirklich schon von den ersten Momenten total geflasht ist. Also, Feel Nature, darauf könnt ihr euch freuen. Das ist einer der vielen Teile unserer neuen Abenteuerreise.
Genau, aber neben viel Nature darf auch viel Culture bei einer Reise nicht fehlen. Und gerade in diesem Land habt ihr wirklich, wirklich tolle Möglichkeiten, der Kultur so richtig, richtig nahe zu kommen. Kultur beginnt in ganz, ganz vielen Bereichen. Für mich ist aber gerade bei der Rundreise ein Bereich ganz, ganz besonders für die Kultur stehend. Und das ist, wenn man durch die Berge, durch die wirklich ordentlichen, starken, hohen Berge sein Trekking machen darf und durch kleine Dörfer durchläuft, immer wieder auch Einblicke in den Dörfern bekommt, wie die Leute dort eigentlich leben, sich richtig vorstellen kann, wie der Lifestyle der Leute dort ist im Vergleich zu dem, wo wir herkommen, im Vergleich zu unserer Heimat. Und das ist ein wirklich, wirklich tolles Kontrastbild, was man gerade in seinem Urlaub auf eine andere Art beim Trekking wahrnehmen kann, als es vielleicht sonst im Alltag für uns der Fall ist. Genau. Ja, so sieht's aus. Begegnungen in den Bergen als nächstes Element, das ja, es geht fast in so eine ähnliche Richtung. Feel together, ja, also das Gruppengefühl und auch das gemeinsame Erleben, nicht nur unter uns, nicht nur in unserer Reisegruppe, sondern eben auch mit den Einheimischen. Das wird bei uns ja immer ganz groß geschrieben. Auch auf dieser Tour haben wir wieder Gelegenheiten, uns intensiv auszutauschen mit den Einheimischen. Wir haben dort einen Homestay, wo wir einfach tatsächlich in einem Dorf, in der Community direkt übernachten. Wir werden dort beim Abendessen machen helfen und einfach die täglichen Aufgaben, die die Bevölkerung so eben hat, vor allem in den ländlichen Gegenden, die werden wir kennenlernen. Wir werden die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit der Menschen kennenlernen und ja, uns auch austauschen, wenn auch manchmal mit Händen und Füßen und ja, viel Kreativität, damit man sich irgendwie versteht. Aber das wird auf jeden Fall ein intensives Erlebnis, wo wir eben den Menschen vor Ort besonders nahe kommen. Und wir werden auch im Laufe der Tour viele Gelegenheiten haben, unter anderem bei der einen oder anderen abenteuerlichen Aktivität, wo wir gemeinsam in der Gruppe eine grandiose Zeit haben werden. Genau, das ist das Element Feel Together bei unserer Rundreise. Ein ganz, ganz wichtiges Element, gerade auch, was ich am stärksten oftmals wahrnehme bei den Rundreisen, die wir machen, ist Feel Moments. Und wir haben bei dem Land, was wir uns ausgesucht haben, haben wir die Möglichkeit, gerade in den Umgebungen von Städten sowas einmal auszunutzen, beispielsweise in der Hauptstadt auf einen richtig, richtig schönen Berg zu gehen, einen tollen Blick vom Berg über die ganze Stadt zu haben und das Funkeln dieser Lichter abends zu sehen nach dem Sonnenuntergang und das zusammen mit der Gruppe zu erleben auf dem Berg in dieser Szenerie von völliger Atmosphäre und von Emotionen, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und meiner Meinung nach macht so einen Tag einen tollen Abschluss, wenn man danach auch gerne wieder zurück in die Stadt geht und dabei musikalischen tollen Klängen auch wieder der Kultur nahe kommt und die Möglichkeit hat, zusammen mit den Menschen ja, die Musik, die Kultur und die Bewegungen mit den Menschen zusammen zu genießen. Ja, in den Kommentaren geht gerade schon einiges ab, sehe ich hier. Peru ist, glaube ich, gerade ganz hoch im Kurs bei allen, die gerade live mittippen und auch ihre Vermutungen äußern. Christina, Nadja, Sven möchte mal kurz runterhüpfen und das abchecken. Ja, läuft, Sven. Mach das auf jeden Fall mal. Cool. Vielleicht geht ihr ja schon in eine richtige Richtung. Wer weiß. Wir kommen noch zum letzten Element, das wir euch im Rahmen unserer neuen Tour vorstellen möchten. Das wird sein Feel Adventure. Nicht zuletzt am Schluss, oder nicht zuletzt am Schluss, das macht total Sinn, nicht umsonst am Schluss, oder wir haben uns durchaus was gedacht, dieses Element ans Ende zu setzen, denn ja, der Abenteuerfaktor ist auf unserer neuen Tour ganz besonders stark, würde ich sagen. Es ist eine Tour, die an einigen Punkten auf jeden Fall das Adrenalin in die Höhe treibt. Natürlich alles immer mit Rahmenbedingungen, die erstens sicher sind und die zweitens auch machbar sind für alle prinzipiell, solange man aufgeschlossen ist und einfach Lust hat, sich in der freien Natur abenteuerlich zu bewegen. Ja, und da sind Highlights unter anderem das Ziplining durch die grünen Baumwipfel und über Flusstäler, über Schluchten. Wir bieten Rafting an, wo man einfach als Team durch die Stromschnellen manövrieren muss und das auch wirklich in einem
ordentlich reißenden Fluss, kann man sagen, der richtig Spaß macht, wo durchaus ein bisschen Anforderungen dabei ist, die aber eindeutig ja, für ein Team gut machbar ist und wo man gut durchnässt, aber mit viel, viel Adrenalin und tollen, spaßigen Momenten am Ende wieder aus dem Boot steigt. Canyoning, also Abseilen an Wasserfällen haben wir mit dabei. Und als kleines Highlight, in meinen Augen zumindest, auch eine grandiose Downhill-Biking-Tour bei einem der höchsten Vulkane des Landes. Ja, und jetzt haben wir schon fast so viel verraten, dass man kaum noch irgendwie große Alternativen hat, wo es denn vielleicht hingehen könnte. Viele von euch haben ja tatsächlich auch zuletzt auf Südamerika getippt. Jetzt schauen wir gerade nochmal in die Kommentare. Feel Adventure hört sich mega an. Ja, finde ich auch. Hört sich nicht nur mega an, sondern ist auch mega. Ne? Das macht richtig Spaß, was wir da so mit eingebaut haben. Vieles davon übrigens passiert auch nach dem Prinzip, ja, alles kann, nichts muss. Man muss jetzt nicht an allem teilnehmen, sondern man kann sich aussuchen, inwiefern man den Adrenalinpegel irgendwie von 0 auf 100 bringen möchte oder ihn vielleicht auch nur auf 20-30% einpendeln lässt. So sieht's aus. Genau, das bringt uns jetzt auch schon an den Punkt, an den ja, oder auf den viele von euch wahrscheinlich gewartet haben. Jetzt ist der Zeitpunkt des Trommelwirbels quasi gekommen. Wir werden jetzt dann gleich eure neue Tour präsentieren, unsere neue Tour präsentieren. Allerdings würde ich sagen, wir holen auch gleich nochmal unsere Lose raus und es gibt ja heute auch noch einen Gewinner, also nicht gleich ausschalten und irgendwie vergeblich den Link suchen, wenn wir jetzt gleich unser neues Zielgebiet verraten haben. Den Link, den posten wir gleich jetzt dann im Anschluss, wie gesagt, als Kommentar unter unseren Livestream hier und dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe im Nachgang nach unserem Livestream anschauen. Jetzt auf jeden Fall bitte ich euch alle innerlich ein wenig die Spannung zu erhöhen. Wenn ihr einen Tisch vor euch habt, dann bitte trommeln. Und was ist denn hier los, Kollege? Ich brauche Unterstützung. Ich wollte gerne was loswerden, aber du redest und redest und redest. Es ist unheimlich schwierig, dich zu unterbrechen. Okay, Spannung wieder runter, Leute. Spannung runter. Nee, Spannung darf gerne bleiben. Okay. Aber die Spannung darf auch gerne sukzessive und klein steigen. Ich glaube, ihr merkt das selber, wenn wir sowas präsentieren, die verschiedenen Elemente, und euch versuchen, einen kleinen Eindruck zu geben, ohne aber dabei schon das Land selber zu verraten, aber gleichzeitig für sich schon die Vorfreude zu haben, wie diese ganzen Aktionen, diese ganzen Tage alle umgesetzt werden können. Super, super schwer für uns zum Reden. Ich hoffe, das kommt irgendwie rüber. Und vielleicht haben sogar ein paar von euch schon Kommentare abgegeben und gesagt, boah, was stottern die zwei sich denn eigentlich da so zusammen? Ich finde es jedes Jahr super, super spannend, das zu machen und euch so kleine Eindrücke zu geben, was alles schon kommen kann. Aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn man vorher schon extrem viel Lust auf dieses neue Zielgebiet hat, aber dann niemals die Namen sagen darf, das reizt das Ganze ganz schön aus und macht das Sprechen schwer. Genau, das war mir noch wichtig, dass wir da ein bisschen mal drauf eingehen und gleichzeitig aber auch eigentlich nochmal in die Kommentare gucken, bevor wir mit dem Trommelwirbel beginnen. Ja, mein innerlicher Trommelwirbel ist jetzt auf jeden Fall am Start. Ich würde jetzt nämlich gerne wissen, wieder sein Lieblingsspruch, sagt der liebe Kevin. Was ist denn der Lieblingsspruch und von wem? Von dem da oder von dem da? Hau mal raus. Damit wir den dann umso öfter in Zukunft einbauen können. Florian Heinrich hat noch Costa Rica gesagt, dass es um Costa Rica gehen könnte als neues Zielgebiet. Ja, Costa Rica könnte natürlich auch sein. Florian, Last-Minute-Tipp. Jetzt habt ihr noch Gelegenheit, in die Kommentare reinzuhauen, was ihr denn vermutet oder denkt. Aber wir werden jetzt auch gleich, sollen wir zuerst den Gewinner ziehen oder zuerst verraten oder zuerst verraten und dann den Gewinner ziehen. Was sagst du? Ich würde es fast, damit wir es noch ein bisschen rausreizen, erst den Gewinner ziehen. Der Gewinner weiß dann für sich schon, dass er gewonnen hat, aber der Rest weiß noch nicht, was der Gewinner gewonnen hat. Das wäre eigentlich ganz witzig. Der Reisegutschein steht ja fest, ne? Ja, genau. Aber mit was der Gewinner gewonnen hat, das können wir ja noch offen lassen. Okay, ja. Ihr merkt schon, wir sind ganz tricky unterwegs und die Spannung erhöht sich nochmal ein kleines bisschen. Ja, ganz schöne Arschlöcher, die das so genießen. Ne?
So, der Gewinner, es ist ein Herr, der Gewinner des Reisegutscheins. Erster richtige Trommelwirbel des Reisegutscheins. Der Gewinner ist Max Johann Schmitz. Herzlichen Glückwunsch an Max Johann Schmitz. Du hast den Reisegutschein gewonnen. Dein Raten des Kontinents war exakt richtig und du wurdest jetzt noch gezogen von mir als Glücksfee. Ja, dieser Gutschein geht also an dich raus, nach unserem Livestream jetzt dann in der folgenden Woche. Tu uns einen Gefallen, schick uns kurz deine postalische Adresse in einer privaten Nachricht hier auf Facebook oder auch per E-Mail. E-Mail-Adresse info@fearthewordtravel steht auch auf unserer Homepage. Auf unserer Homepage und dann geht dieses Ding hier an dich in die Post. Hau in die Tasten, wir freuen uns mit dir und ja, schade für alle, die leider nicht die glücklichen Gewinner sind. Kevin Kauper hat übrigens den Spruch losgelassen, der anscheinend immer fällt, und zwar: Alles kann, nichts muss, lieber Nico, schreibt Kevin Kauper. Und hat gleich 4 Likes abgesahnt, der scheint andere der ähnlichen Meinung zu sein. In diesem Sinne sage ich: Alles kann, nichts muss. Wir müssen ja auch das neue Zielgebiet nicht verraten. Noch schönen Abend euch. Ciao, schön, dass ihr da wart. Nein, okay. Genug die Spannung in die Höhe getrieben und künstlich verzögert. Ich würde sagen, lieber Alex, wir spannen jetzt die Kurve zu Ende und verraten einfach mal, wohin es geht im Jahr 2019, oder? Genau, ihr habt wahrscheinlich schon bei den Key Elements gedacht, okay, es geht um Berge, es geht um Vulkane, die die Berge anscheinend irgendwie entstehen lassen haben. Es geht um richtig viel Abenteuer und um richtig viel Natur, dass man da dem Land einfach richtig nah sein kann. Es geht um Musik, Rhythmus, Klänge und so weiter. Es geht um Energie, es geht um Emotionen. Das ist in Südamerika ganz, ganz viel vertreten. Und das Land, in das wir euch einladen möchten, für 2019 gerne mit uns mitzukommen, ist Viel Ecuador. Hola! Ja, meine lieben oder unsere lieben Zuschauer, Fans, Traveler, alle, die jetzt gerade mit dabei sind, wir freuen uns total, dass wir ein neues ein ganz neues Land in einem brandneuen Kontinent für euch erschließen durften, dass wir den Horizont quasi erweitern, gemeinsam mit euch, dass wir dieses wirklich faszinierende Land Ecuador mit euch gemeinsam erkunden und bereisen dürfen im Jahr 2019. Was es da so alles gibt, das könnt ihr gleich nachlesen, wie gesagt, auf unserer Tourseite. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass es nicht nur die Tour als solches auf dem Festland geben wird, die dauert 15 Tage, 14 Nächte. Nein, es gibt auch eine Verlängerung noch, die auf die weltweit einzigartigen Galapagos-Inseln geht. Also viele Entdeckungen tatsächlich in der Natur, die ihr dort erleben könnt. Und damit würde ich sagen, halten wir jetzt wirklich auch mal den Mund ihr findet gleich den Link, wie gesagt, hier unter unserem Livestream. Wir sagen für heute ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, Mitraten, dabei sein und Zeit mit uns zu verbringen. War ein schöner Abend, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und wir würden zusammen sagen, hasta luego, bis Ecuador. So sieht's aus. Chris, die Weihnachtssterne gehen auch gleich noch an dich dann in die Post. Ne? Also, tschüss, einen schönen Abend euch. Und wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Kommentare zu unserem Tourverlauf oder so, schreibt uns einfach eine E-Mail, kommentiert hier weiter, kommentiert unter den Post, den wir ja gleich machen werden. Wir freuen uns total auf 2019, auf Ecuador und vor allem auf viele weitere Abenteuer gemeinsam mit euch. Tschüss. Ciao, ciao.